hallo liebe YouTuber und Prog 1 Java Studenten. Wir wollen noch die Vorübung 9b machen und haben dort die Punkte 3 und 4 offen. Da sind ein paar Spielereien zu ergänzen, die für die Erfahrung ganz interessant sind. Also wir haben die Punkte von der Vorübung 9 bereits abgearbeitet, wenn es um Punkt 1 geht, Basisklasse Mutter anlegen mit einigen Instanzvariablen und Methoden, dann Punkt 2 für die Ableitung Klasse Tochter, Ableitung von der Klasse Mutter, wieder mit ein paar Instanzvariablen und Methoden. Bei dieser ersten Überlegung und bei dieser ersten Vorübung sind alle Daten von der Protection-Einstellung her private, und das ist auch schon auf YouTube dokumentiert. Ne? Sie haben hier die verkürzte URL zu der Demonstration der Punkte 1 und 2. Nun geht es also darum, das, was wir mit 1 und 2 erledigt haben, ein bisschen zu modifizieren. Das schauen wir uns jetzt an. Einmal ist der Vorschlag gemacht, die Basisklasse Mutter dahingehend zu ändern, dass die Zugriffsmodifikatoren für die Instanzvariablen vom Private auf Protected geändert werden. Und stellen Sie fest, welche Wirkung das hat. Dann ist noch ein Hinweis hier zu sehen. Es ergibt sich jetzt eine weitere Möglichkeit für die Implementierung der Methode Zeige dich in der Klasse Tochter. Schauen wir uns mal diese Vorschläge umgesetzt an. Es geht also darum, in der Basisklasse Private durch Protected zu ersetzen und dann schauen, was sich dort ändert in der Ableitung. Wir haben hier also unsere Ausgangssituation. Bisher in der Basisklasse verwenden wir Private-Instanzvariablen. Ich habe mal von dieser Basisklasse die Änderungen schon durchgeführt. Blättere um in das File, wo wir diese Änderung sehen. Wir haben hier die Basisklasse. Wenn ich die Originalbasisklasse aufmache, Sie sehen es am Tab hier heroben, springt hier Private wieder ins Blickfeld. Ich gehe mal in die Änderung rein. Ich habe das also bereits durch Protected ersetzt. Ansonsten die Ableitung Tochter extends Mutter bleibt so. Wir schauen ins Original rein. Dort war die Ableitung Class Tochter extends Mutter in der Form vorhanden. Wenn ich umschalte, sehen Sie, da springt nichts hin und her in der Klasse. Kleinere Änderungen sehen wir, dort unten ist eine Zeile zusätzlich aufgetaucht. Ansonsten aber keine großen Änderungen. So, okay. Also, bleiben wir mal bei dieser Änderung. Protected ist hier eingestellt. Und wenn ich das jetzt übersetze, sollte ich Folgendes, oder sollten Sie Folgendes beobachten. Run as. Naja, ich mache das mal ein bisschen kleiner, damit Sie die Entwicklung in der Konsole sehen können. Run as. Sehen Sie, taucht in der Konsole das auf, was wir vorher schon gesehen haben. Die Traces von den Konstruktoren, die Daten der Mutter und die Daten der Tochter. Also, das hätten wir möglicherweise gar nicht anders erwartet, dass das identisch ist mit dem, was Sie bisher schon gesehen haben, können wir uns nochmals vor Augen führen. Wenn ich also das Original übersetze, run as, sehen Sie, haben wir genau den gleichen Inhalt. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Okay, so.
Woher kommt das? Nun, das kommt daher, wenn ich in der Basisklasse die Protection-Einstellung von Private auf Protected ändere, lockere ich die Schutzeinstellung, weil Protected bedeutet, es dürfen jetzt Ableitungen von der Klasse Mutter auch direkt auf diese Daten, die Protected sind, zugreifen. Das ist bei der Einstellung Private nicht möglich. Dort muss ich mit Zugriffsmethoden operieren. Naja, und genau das machen wir ja in unserem bisherigen Ansatz, die Klasse Tochter, darum geht's, die nutzt in ihrer Methode zeige dich, dort die Methode zeige dich von der Mutter, von der Basisklasse. Das wird bewirkt durch diese Basisklassenreferenz super, zeige dich. Also hier sage ich explizit, ich möchte die Methode zeige dich von der Basisklasse benutzen. Naja, und diese Basisklassenmethode zeige dich gibt dann eben die Daten der Mutter aus. Wenn ich anschließend dann die Daten der Tochter ausgeben möchte, wie in Zeile 38 und 39, kann ich das machen und es ist in Ordnung. Jetzt, in dieser Änderung haben wir aber die Protection-Einstellungen gelockert. Das heißt, ich darf jetzt als abgeleitete Klasse Tochter direkt darauf zugreifen. Das heißt, das sehen wir jetzt hier noch nach wie vor, wenn ich Protected verwende und daher unten den strengen Zugriff über die Zugriffsmethode mache, geht das natürlich auch. Ja? Ich musste oder müsste es jetzt aber nicht mehr so streng und restriktiv handhaben. Ich könnte jetzt auch direkt zugreifen. Und das ist in diesem Fall gezeigt. Sie sehen, ich bin wieder zunächst mal zur Mutter in der Situation, dass ich Private durch Protected ausgetauscht habe und jetzt in der Ableitung in der Klasse Tochter den Zugriff, die direkte Zugriffsmöglichkeit auch tatsächlich nutze. Das zeigt sich in der Methode zeige dich von der Tochter. Ich habe hier das super zeige dich aus kommentiert und greife jetzt auf die Instanzvariablen der Basisklasse Mutter direkt zu. Das kann ich, weil die nur protected sind und nicht mehr private. Ich kann also schreiben System.out.println und jetzt sage ich super Geburtsjahr, super Basisklassenreferenz geht also um das Geburtsjahr der Mutter. Oder Größe geht es hier um die Instanzvariable Größe der Mutter. Jetzt werden Sie sagen, da steht ja gar kein this davor. Ja, muss es auch nicht, weil in der Tochterklasse gibt es diese Größe nicht. Schauen Sie, in der Tochterklasse gibt es nur Geburtsjahr und Name. Das heißt, das kann nur das Größe aus der Basisklasse Mutter sein. Eclipse ordnet das auch zu und zeigt diesen Match in dieser rötlich-braunen Farbe. Natürlich könnte ich hier super davor schreiben, wenn Ihnen das sympathisch ist oder wenn Sie sagen, dann verstehe ich es besser, machen Sie es ruhig, es ändert nichts. Ich kann es aber auch weglassen, weil die Benamung hier eindeutig ist und die Protection-Einstellung von Private auf, wie Sie hier sehen, Protected umgedreht wurde und damit ist das möglich. Wenn ich das jetzt ausführe, dann werden wir hier unten bei den Ausgaben in der Konsole keine Änderung feststellen. Run S, naja, muss das noch. Naja. Warum kann ich es nicht ausführen? Sie sehen es hier. Wir gucken mal in die Outline rein. Ich habe tatsächlich nur die Klasse Mutter. Da gibt es nur Konstruktor und zeige dich. Ich habe die Klasse Tochter. Dort gibt es auch nur
Konstruktor und zeige dich. Das heißt, ich habe hier noch eine Änderung. Ich habe in diesem Java-File, wo sich die beiden Klassen befinden, kein Main. Das habe ich also in einem separaten File. Sie sehen es in Vorübung 9b, App für Applikation. Das ist im gleichen Default-Package, wie Sie hier sehen. Hier habe ich keine weiteren Klassen. Das ist die reine Anwendungsklasse. Deswegen noch das Wörtchen App mit dabei. Und hier werden jetzt ein Mutterobjekt im Main angelegt und ein Tochterobjekt. Das eine heißt Eva, das andere heißt Sina. Und Eva zeige dich und Sina zeige dich. Das kann ich natürlich übersetzen. Das mache ich jetzt mal. Verhält sich wieder genauso wie nach dem Übersetzen, wie wir es vorher gesehen haben. Das heißt also, an der Ausgabe hat sich nichts geändert. Wir haben aber hier nicht nur jetzt die Methode zeige dich in der Tochter reimplementiert durch Verwendung eines direkten Zugriffs auf Instanzvariablen. Wir haben auch die Architektur unserer Lösung ein bisschen verändert. Ich habe die Klassen, um die es uns geht, Tochter und Mutter, in einem eigenen Java-File enthalten. Im gleichen Package ist dann auch noch die Applikation separat drin. Damit habe ich Applikation und Klassen getrennt. Und das ist so die bessere Architektur, weil sehr häufig sind Arbeiten an der Applikation eigener Natur und haben nicht direkt was mit der Arbeit an den Klassen zu tun, die dort im Spiel sind. Okay, dazu nachher noch gleich ein kurzes Statement. Das soll es jetzt an dieser Stelle zu den Änderungen, die wir hier in dem Punkt 3 gesehen haben, zunächst mal sein.